Springen wir nun direkt ins System und erstellen unser erstes Hello World Programm. Ich bin bereits hier eingeloggt. Ich benutze hier ein lokales SAP-Testsystem. Die Installation an sich war jetzt nicht so einfach, wie sich das anhört. Deswegen habe ich einen eigenen Kurs erstellt, der alle notwendigen Schritte beinhaltet, um so ein lokales Testsystem zum Laufen zu bekommen. Wenn Sie keinen Zugang haben zu einem Testsystem, dann würde ich Ihnen wirklich nahelegen, sich so ein Testsystem zu installieren und es als Spielwiese zu benutzen. Damit können Sie die Sachen, die Sie hier lernen, einfach auch selbst ausprobieren und Ihre ersten Schritte in SAP machen, was Ihren Lernerfolg erheblich verbessern wird. Detaillierte Informationen zu dem Kurs finden Sie in der Bonuslektion. Das ist die letzte Lektion in diesem Kurs. Der Kurs heißt How to install your own local SAP trial system. Sie finden aber genauso einen Couponcode in der Bonuslektion für diesen anderen Kurs. Und das ist deswegen, weil ich alle meinen bestehenden Studenten auch einen Rabatt gewähre für all meine anderen Kurse. So, ich würde Ihnen das wirklich nahelegen. Na gut, gehen wir es jetzt an. Also wie ich bereits sagte, bin ich schon angemeldet. Für diejenigen, die so einen SAP-Schirm zum ersten Mal sehen, möchte ich Ihnen hier nur eine kurze Information geben. Ich benutze hier den SAP GUI. Das ist ein lokaler Frontend, Werkzeug, mit dem man den Zugang zu SAP-Systemen gewährt. Man hat hier Informationen zum SAP-System, wie die System-ID, den Server und so weiter. Und wenn man jetzt auf diesen Eintrag doppelklickt, kommt der Anmeldeschirm mit User-Informationen zum Eingeben. Wie gesagt, ich bin bereits eingeloggt und das, was Sie hier sehen, ist der Einstiegsschirm, den man dann sieht, wenn man in so ein SAP-System einsteigt. Normalerweise hat man hier entweder das klassische SAP-Menü oder ein rollenbasiertes Menü, was normalerweise ein SAP-Administrator dem User, mit dem Sie eingeloggt sind, zuordnen und Sie dann nur diese Applikation hier sehen, die Sie auch berechtigungstechnisch sehen bzw. ausführen dürfen. Wir haben hier den klassischen SAP-Schirm und hier sind alle wichtigen Anwendungen zu finden, die ein SAP-Entwickler braucht. Zum Entwickeln insbesondere findet man die Anwendungen unter dem SAP-Menü bei Tools, ABAP Workbench, Development und hier sehen wir jetzt alle die gängigsten Applikationen. Die darunter wichtigste ist wahrscheinlich die hier, das ist der ABAP-Editor, der Standard-Editor, um ABAP-Programme zu erstellen. Und wie die meisten Anwendungen hat auch der ABAP-Editor einen Transaktionscode. Den sehen Sie hier, das ist der SE38. Das heißt, normalerweise kann man so navigieren, indem man jetzt auf diesen Eintrag doppelklickt, dann gelangt man in die Anwendung oder man gibt hier den Transaktionscode direkt ein. Also wenn ich jetzt SE38 hier eingebe und direkt Enter drücke, komme ich genauso zu dem ABAP-Editor. Ich mache das jetzt einmal. Und wie Sie jetzt hier sehen, das ist der Einstiegsschirm zum ABAP-Editor. Hier können wir, also normalerweise gibt man hier den Programmnamen ein. Wenn wir den Programmnamen eingeben, müssen wir aber darauf achten, dass der immer mit Y oder Z beginnt, weil A bis X für die SAP schon reserviert ist. Ja. Das heißt, dieses Set an Anwendungen und Programmen, die schon standardmäßig von der SAP ausgeliefert werden, beginnen alle mit den Buchstaben A bis X. Und wenn neue Programme im System dann erstellt werden, dann befinden sie sich im Kundennamensraum und der Kundennamensraum beginnt immer mit Y oder Z. Ich werde jetzt Z verwenden und gebe diesen Namen ein. First Report. Report ist, weil ABAP-Programme Reports heißen, also so gewöhnliche ABAP-Programme Reports heißen. So, und ich werde jetzt mal hier auf Create gehen zum Anlegen und das ist jetzt der nächste Pop-up, der erscheint, in dem jetzt weitere Informationen zu unserem Programm
angegeben werden müssen, wie zum Beispiel der Titel. Ich werde das jetzt mal auf Englisch angeben, weil wir auch hier als Originalsprache Englisch haben. Da steht auch eben der User, mit dem ich eingeloggt bin und wann es angelegt wurde. Das war das mitunter auch Wichtigste, ist der Typ des Programms. Ja. Der Typ bestimmt natürlich das Programmverhalten. Wir haben hier auch unterschiedliche Programmtypen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, in diesem Kurs alle Programmtypen durchzugehen. Das, was Sie sich merken müssen, ist, um ein gewöhnliches Aber-Programm zu erstellen, verwenden wir den Typ Executable Program, um eben ein ABAP-Report zu erstellen. Ja, das ist also ein ausführbares Programm zu erstellen. Hier sind auch weitere Eigenschaften, die wir jetzt nicht angeben müssen. Das heißt, also das ist jetzt mal das Mindeste, was man angeben muss bei solchen ABAP-Programmen, der Titel und den Typ. Das hier werden auch andere Themen behandelt, die jetzt nicht Teil dieses Kurses sind. Wenn Sie jedoch an diesen Themen interessiert sind, wie eben zum Beispiel Berechtigungen, dann würde ich Sie auf den Kurs ABAP Crash Kurs verweisen. Dort werden solche Themen ausführlich besprochen und auch also genauer erklärt und mit genauen Beispielen. Ja, das jetzt einmal für unseren Kurs reicht das jetzt, dass wir jetzt genau diese Angaben getroffen haben und jetzt auf Save sagen. Jetzt kommt der Objektkatalog-Eintrag, das ist das Pop-up dafür. Der Grund ist, dass wir jetzt dieses Programm, was wir hier anlegen, müssen wir einem Paket zuordnen. Und Pakete dienen einerseits, um ähnliche Objekte zu gruppieren, aber auch andererseits, um solche Objekte zu transportieren. Transportieren passiert in SAP sehr häufig, weil man auch sehr häufig einfach komplexe Systemlandschaften vorfindet. Man hat nicht nur ein System, sondern das ist meistens halt eben, dass die Landschaft auf drei Systeme aufgeteilt ist. Man hat ein Entwicklungssystem, dann hat man ein Qualitätssicherungssystem und ein Produktionssystem. Und wenn neue Entwicklungen stattfinden, dann finden sie auf dem Entwicklungssystem statt. Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist und vom Entwickler getestet wurde, kommt es dann auf das Qualitätssicherungssystem. Dort wird es intensiv getestet. Und nur wenn das Programm dann fehlerfrei ist, ordentlich getestet wurde und keine weiteren Fehler zu finden sind, kommt es dann auf die Produktion, wo es dann produktiv eingesetzt wird. Ja? Und der Transport zwischen diesen drei Systemen findet eben mit einem Transportmanagementsystem statt. Das ist auf jedem SAP-System zu finden. Und was man eben dazu machen muss, ist es einerseits einem Paket zuzuordnen und einen Transportauftrag zuzuordnen. Aber in unserem Fall, wir haben jetzt nur dieses Testsystem, also wollen wir es nicht transportieren und wählen deshalb Local Object. Also wir stellen ein lokales Objekt. So, und jetzt wurde dieser Programm im Hintergrund angelegt und wir sind jetzt hier im ABAP-Editor. Hier können wir unsere ABAP-Befehle nun jetzt hinterlegen. Wichtig ist, was wir hier sehen, ist einmal der Begriff Report, weil wir jetzt beim Programmtypen Executable Program ausgewählt haben, sprich ein gewöhnliches ABAP-Programm, ein Report. Dann sehen wir hier den Namen des Reports und den Status. Momentan ist er noch inaktiv. Dann wurden hier automatisch Kommentarzeilen eingefügt mit den Namen des Reports und hier kann man dann noch eben eine genaue Beschreibung hinterlegen bzw. genau hinschreiben, was dieser Report genau macht. Und der erste ABAP-Befehl, der schon auch automatisch in Source Code drin ist, ist dieses hier. Es beginnt immer mit dem Keyword Report und mit dem Namen des Reports. Das muss auch immer an erster Stelle stehen. Und hinter diesem Befehl können wir nun weitere Befehle hinterlegen. Um jetzt unser Hello World Beispiel zu vervollständigen, werden wir jetzt einen Text ausgeben. Und dazu verwenden wir den Befehl Write.
und geben einen Text ein. Literale werden immer unter einfachen Hochkomma gestellt. Und was auch noch wichtig ist, ist der Punkt am Ende. Weil aber Befehle fangen immer mit einem Keyword an, also mit einem Schlüsselbegriff, und enden mit einem Punkt. Wenn ich den Punkt weglasse und die Syntax prüfe, mit diesem Button hier, bekomme ich eben einen Syntaxfehler und genau die Beschreibung, dass das Statement nicht vollständig ist. Mit einem Doppelklick wird auch genau die Zeile markiert, wo sich der Fehler befindet. Und ich korrigiere jetzt den Fehler, indem ich jetzt auch den Punkt hinstelle. Ja? Dann speichere ich das mal. Und ich sehe auch hier ich checke mal die Syntax. So, jetzt sind keine Syntaxfehler mehr offen. Die Buttons hier sind eigentlich die drei wichtigsten Buttons für solche ABAP-Programme. Der erste, wie wir schon gesehen haben, überprüft die Syntax auf Syntaxfehler. Der zweite aktiviert sie, aktiviert den kompletten Report, weil wie wir hier gesehen haben, ist der Status von unserem Report inaktiv. Um aber den Report ausführen zu können, muss der aktiv sein. Deswegen aktivieren wir ihn hier und jetzt können wir ihn ausführen. So mit diesem Button hier. Und jetzt werden alle Befehle der Reihe nach durchlaufen und ausgeführt. Was wir hier sehen, ist ein Standard-Ausgabeschirm, wo auch der Programmtitel drin steht, einerseits als Header, einerseits hier direkt drinnen in dieser Liste. Und dieser Text erscheint hier, weil der Befehl write prozessiert wurde, indem wir diesen Text hier ausgegeben haben. So, und das war jetzt nun unser erstes Hello World Programm.